Willkommen zurück zu Bowser's Fury. Im letzten Part hat Bowser die nächste Existenzstufe erreicht. Der Himmel hat sich rot verfärbt und er ist noch wütender geworden. Heute werde ich mich mal wie geplant zu diesem großen Katzenfelsen da hinten irgendwo aufmachen. Aber es kommt wie immer mal wieder was dazwischen. Wer ist denn das? Ein trauriges, weinendes, molliges Kätzchen. 0 von 1? Oh. Das ist wohl eine Mama und die hat ihr Kind verloren. Aber eine mit dem Muster? Die steht doch direkt da drüben. Hey, du! Wenn es das ist, dann ist es wie die Pinguin-Quest in Mario 64. Ja, offensichtlich war es das. Verlorenes Kätzchen am Strand. Sehr schön. Sind sie jetzt happy? Die mögen mich sogar ohne Katzenanzug jetzt. Ich greife sie mit Junior an. Das traut er sich nicht. Ich habe mir übrigens ein bisschen Verstärkung an den Start geholt. Was ist mit dem Hasen? Habe ich den schon mal gesammelt? Hui! Hasi? Wo ist denn das Hasi? Irgendwie kann man, wenn man auf Plessy reitet, die Kamera nicht hinter sich zurücksetzen. Hinter sich zurücksetzen? Ah doch, man muss ein bisschen länger drücken, das ist merkwürdig. Dieser Hase, ich glaube, der hatte einen Energy Drink zu viel. Jetzt ist er auf offener Spur. Ich habe gelesen, wenn man taucht und dann anschließend springt, dann kriegt man einen kleinen Geschwindigkeitsboost. Der ist allerdings nur sehr gering, kaum zu spüren. Hab ich dich! Und, welcher bist du? Ja, doch schon den ich schon hatte. Es ist echt leicht, die Orientierung hier zu verlieren. Wo ist das Ding jetzt hin? Na, sie war auf jeden Fall durchsichtig. Also nicht wichtig. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Ich habe mir ein bisschen Unterstützung an den Start geholt. In Form von Amiibo. Meine beeindruckende 10 Amiibo umfassende Sammlung beinhaltet ausgerechnet die beiden, die man für dieses Spiel benutzen kann. Nämlich Bowser Jr. und Bowser. Mit Bowser Jr. kann man wohl alle Gegner auf dem Bildschirm mit einem Schlag vernichten. Und ja, das werde ich mal ausprobieren. Allerdings nicht regelmäßig nutzen. Und mit dem Bowser Amiibo kann man sich Bowser aufwecken lassen. Das ist natürlich auch praktisch, auch wenn ich finde, dass ihn das irgendwie ein bisschen zu einem Haustierchen macht. Aber ich denke mal, ich werde es vor allem am Ende des Spiels nutzen. Wenn nur noch wenige Insignien übrig sind und für die man dann Wut-Bowser vielleicht braucht, dann muss man nicht jedes Mal warten, bis der aus seinem Mittagsschläfchen aufgewacht ist. So, das habe ich eigentlich nur gemacht, um hier hochzukommen, weil ich gerade diesen komischen Aufweg, diesen Steg, ich hab den nicht mehr gefunden, jetzt auf Anhieb. Der muss auch viel weiter hinten gewesen sein eigentlich. Die Welt ist so viel größer, als es den Anschein macht. Juhu! Zack, voll gegen die Wand. Kannst du da hoch? Kann er nicht. Ah. Aber er springt mit nach oben. Das ist nice. Also, da hinten ist er. Da wollte ich unbedingt mal hin. Zum großen... Ja, was ist denn das eigentlich? Sieht schon ein bisschen aus wie ein Vulkan. Wenn auch kein aktiver. Fließt die ganze Zeit Lava raus. Ich weiß. Hinfort, Katzenbully Prinz. Aha. Der ist wahrscheinlich auf mich aufmerksam geworden, weil... Hoppla, das habe ich ja gar nicht bemerkt, dass da einer steht. So, jetzt hätte ich mal kurz gern... Was nehmen wir denn? Pilz? Ja, bestimmt ist hier sowieso ein Power-Up drin. Oder auch nicht. Da hinten geht's nur runter. Da ist eine Münze. Immerhin die habe ich entdeckt. Soll ich die gleich holen? Die vergesse ich doch bestimmt nur, wenn ich das jetzt nicht mache. Ah, ich stecke hier fest! Ja gut. Was ich hab, das hab ich. Das hätte man anders machen sollen. Da waren Schienen. Ich hab's gesehen. Und was ich nicht gesehen habe, ist, dass da schwarze Grütze ist. Ich hab's für Wasser gehalten. Also, wieder mal alles falsch gemacht. Komm, gib mal Feuerblümchen. Dann sind wir wenigstens auf einer Stufe mit den Feuerbrüdern. Dann können die uns gar nichts mehr. Ach, guck mal, da unten wird sogar... Irgendwas angezeigt? Da ist das Power-Up, das ich wollte. Hier, Junior. Kümmer dich da mal drum. Boomerang? Na gut. Ist auch nicht schlecht. Die Feuerblume hat ja jetzt ihren Zweck erfüllt. Und da unten sind die Wutblöcke. Das werde ich mir ebenfalls mal im Gedächtnis behalten. Ich habe keine Chance gegen die. Bin leider zu unfähig, um gegen die zu bestehen.
Man macht sich da halt auch überhaupt keinen Stress, ne, wenn man so viele Power-Ups hat. Upp. Münzen? Lame. Ha, diesmal nicht. Und er springt sogar noch freundlicherweise in mich rein. Seht ihr, das hat jetzt auch von Weitem wieder so winzig ausgesehen und dabei ist das ein Riesending. Ich habe echt, kann auf die Entfernung nichts einschätzen. Und das ist sogar richtig cool gemacht hier. Juhu! Ein bisschen wie die Sternenfestung. Oder die Sternengeschütze. Und auf jeden Fall das letzte Level von Weltstern in 3D World. Werde ich hier hinten getroffen? Irgendwie schon, oder? Hui! Das wäre fast zu schnell gewesen. Beruhig dich, Mario. Oder hast du den gleichen Stoff wie der Hase gesüppelt? Oh, das ist voll witzig. Wieso erinnert mich das so sehr an Banjo-Kazooie? Aua. Ist hier unten noch was? Glänzende Lava. Als ob! Der hat da einfach nur auf seine Chance gewartet. Cleveres Kerlchen. Und das... Oh nein, das ist ein sehr günstiger... Ich meine ungünstiger. Wieso sage ich immer günstiger, wenn ich eigentlich ungünstiger sagen will? Wahrscheinlich, ne, in den Versprechern liegt die Wahrheit. Ich freue mich halt jedes Mal, wenn der Typ auftaucht. Das macht es eigentlich nur interessanter. Hier ist eine Röhre. Vielleicht ist das eine Abkürzung nach unten, die ich hier erschaffen kann. Ich hoffe, die bleibt auch und ist nicht nur temporär. Sehr gut. Denn, das ist natürlich übelst praktisch, allerdings müsste er dafür seine Position ändern. Das macht er... Yikes! Das macht er jetzt im Moment nicht. Komm schon, Bowsi. Arbeite mal ein bisschen mit. Jo! Schießt er? Ja, Hauptsache, er schießt. Ah! Oh, hat's geschafft! Und gleich noch diesen Ding da mitgenommen. Alles klar. Perfekto. Ich war immer noch nicht auf der Insel da oben. Das geht bestimmt, wenn man diesen Berg erklommen hat. Er ist ja schon fast tot. Hat schon unter die Hälfte seiner Lebensanzeige. Der nächste Kampf wird ein epischer. Aber danach müsste ja eigentlich immer noch weitergehen. Es sind noch so viele Insignien offen. Jetzt kann ich hier die Kamera nicht einstellen. Ich sehe nichts. Entschuldigung, aber das muss ich jetzt irgendwie mal kurz so machen, weil... Okay. Dann... Ja, verbrauchen wir doch einfach mal ein bisschen hier von dem Inventar. Wenn ich schon hab. Ist ja nicht umsonst. Jetzt muss ich das... Achso, nein, ich muss das ja gar nicht alles nochmal machen. Ich hab hier doch meine freundliche Röhre aus der Nachbarschaft. Als ob sie es geplant hätten, dass Bowser mittendrin hier erscheint, oder? Wo geht's in die andere Richtung hin? Stopp, 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 stopp. Da ist auf jeden Fall was. Guck ich mir an. Mhm. Wow, wow, wie das glänzt. Der besteht aus Bronze oder Messing. Langsam. Ist es die paar Münzen wert, hier auf Risiko zu gehen? Immer. Ich weiß nicht, ob ich hier sicher bin. Mit dem Katzenanzug auf jeden Fall. Ist hier ein Loch oder so? Von wegen Münzen. Oh, das sieht gut aus. Da hinten will ich mal kurz reinfahren. Indem ich mich ducke. Ah, hier ist Schluss. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Nice Stein. Die Kamera ist nicht so willig in diesem Bereich. Aber bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ah! 5 Katzen-Insignie-Stücke. Ich freue mich schon auf Mario Sunshine. Dann darf ich wenigstens wieder Insignie sagen jedes Mal. Und nicht Insigne oder Insigne. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wo die Betonung liegt vor allem. Wie können sie einem das nur antun? Es waren immer Insignien. Und jetzt sind es Insignien immer noch. Aber die Einzahl ist anders. Sie haben das Geschlecht geändert. Vielleicht wollen sie es einfach... Ja... Keine Ahnung, was sie damit verfolgt haben. Vielleicht haben sie es einfach nur schlecht übersetzt. So. Münzen. Jetzt wäre ich da doch tatsächlich fast runtergefallen. Da unten ist eine interessante Arena, die genauso aussieht wie der Bully-Kampf in 3D World.
Das sieht irgendwie so aus, als hätte man einfach von da drüben reinspringen können. Oder von oben, vom Leuchtturm aus. Das wäre bestimmt gegangen. Und sogar der, guckt ihn euch an, ist mit einer Schicht von Fell überzogen. Wo ist der jetzt genau hin? Lel. Die Röhren sind wohl doch etwas länger, als es den Anschein hat. Ja, renn du nur mal da in die Ecke. Hab ich überhaupt nichts gegen. Der ist halt auch blind vor Wut. Der ist, glaube ich, sogar noch wütender als Wut-Bowser. Man muss sich immer nur vor die Röhre stellen, dann macht er hier seine Charge-Attack. Schlupp. Aber das ist wirklich exakt derselbe Kampf. Mhm. Mit entsprechendem Jingle. Obendrauf. Lalalala. Immer her damit. Das ist die dritte in diesem Bereich. Dann werde ich hier mal kurz rausgehen und anschließend wieder rein. Oder? Ja, ist vielleicht besser. Ja, jetzt ist auch endlich hier frei. Das habe ich mir doch schon seit langem gewünscht. Ich nehme mal so eine Röhre. Nur mal, um zu gucken. Und steige eben mal auf diesen Leuchtturm. Ich kriege ja jetzt keine Tipps mehr, aber Power-Ups sind noch drin. Und da drüben ist schon wieder so ein dämlicher Hase. Den lasse ich mir diesmal aber nicht entgehen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich den noch nicht hatte. Aber mit so wiederholenden Challenges ist das manchmal echt schwer, sich das zu merken. Hier, Juni. Ah, ich dachte, das gibt was komplett anderes. Lohnt sich das? Ich habe ja eigentlich... Eigentlich habe ich alles. Ja! Attacke auf das Hasenviech. Das ist immer wie so eine kleine Sightseeing-Tour, den Hasen zu verfolgen. Jo, das ist tatsächlich eine neue. Fang den Hasen im Ödland. Gerade mal schnell einen Blick hier drauf werfen, auf diesen Berg von hinten. Aber mehr kriegt man hier nicht zu sehen. Na gut. Die Frage ist, war ich jetzt schon draußen? Kriege ich jetzt schon eine neue Challenge präsentiert? Auf Berg Feuerrauch. Das geht so schnell. Aber die Abkürzungsröhre ist wieder weg. Dafür haben wir sie gegen Glasröhren eingetauscht. Aber das muss wahnsinnig spaßig gewesen sein, diese Level zu designen im Entwicklungsprozess. Ja, du machst irgendwie die Base und dann für jede neue Challenge irgendwelche Layer obendrauf. Super witzig. Was habe ich denn jetzt damit gewonnen? Gar nichts? Ah. Und meine Feinde, die Kriech-Piranhas, sind am Start. Naja, solange ich keine Fackeln entzünden muss, passt das. Jetzt laufe ich aber nicht schon wieder da hinten rum. Wo kam das denn jetzt her? Junior hat irgendwas verbrochen. Ja. So cool. Ja, das Spiel ist echt super nice. Okay. Keine Panik. Alles ist unter Kontrolle. Und da kommt auch schon die Autowaschanlage angefahren. Die heißen Fuzzy-Wickler oder so in Wirklichkeit. Den Schalter muss ich wohl aktivieren. Wie mache ich denn das? So, genau. Habt ihr das gesehen? 100% geplant war das. Das ist nice. Super Mario World Feeling kommt da auf. An das eine Level mit diesen Plattformen, wo man auch Schalter umstellen muss. Und Fuzzies umherwabern. Was macht denn der da unten? Der will mich attackieren, sobald ich diesen Schalter umstelle, oder? Sollen wir ihm die Freude gönnen? Hilfe! Der kommt jetzt von hinten. Achtung, der hat bestimmt 300 km/h. Nein! Wo ist denn der hin? Der ist immer noch da oben, das macht keinen Sinn. Ich habe den offensichtlich despawned. Und Wut-Bowser? Tja, der hat aber auch ein Timing, ey. Ich glaube, der hat das Spiel nicht so ganz verstanden. Der kommt immer kurz, bevor ich eine Insignie eingesammelt habe. Schlupp. Bonus. Was gibt's hier? Außer Münzen? Wahrscheinlich nicht viel. Oh, Junior sammelt ein bisschen, obwohl ich ihn auf keine Hilfe gestellt habe. Das war's! Milde Enttäuschung, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, wenigstens 100. Vielleicht waren es auch 100 und ich habe geschlafen. Soll ich die jetzt noch einsammeln, bevor er aufsteht? Weil dann hätten wir hier richtig Action. Nee, komm. Der soll sich auch mal Mühe geben. Wenn ich ihm jetzt immer zeige, dass ich ihn freiwillig da lasse, dann macht er sich ja gar keine Mühe mehr. Ein bisschen angucken kann man ihn noch, weil er einfach zu geil aussieht. Ha! Abgewehrt! Steht zwar sehr weit entfernt, aber trifft ihn bestimmt trotzdem. Ja, ich denke mal nicht, dass man ihn besiegen kann, indem man ihn nur mit Leuchttürmen angreift. Dafür muss man ja jedes Mal eine Insignie sammeln und dann hat man auch spätestens irgendwann genug, um die Glocke aufzumachen. Kommt er jetzt etwa schon wieder? Wieso das denn? Okay, dann überspringe ich das mal kurz. Auf jeden Fall hat er es geschafft und ich würde halt liebend gern einmal kurz da rüber gehen, auf die andere Seite. Oh, das ist tiefer, als ich gedacht habe. Wo ist er? Hilfe! Diese Zitteranimation von Mario noch dazu. Boah, warte, wieso kann der direkt im Anschluss nochmal schießen? Ja, der hat schon ein bisschen was dazugelernt, ich geb's zu. Aber nicht, was das Zielen angeht. So, jetzt habe ich hier, glaube ich, so ziemlich alles. Jetzt muss ich mich irgendwie daran machen, eine weitere Insignie zu finden. Yo! Bin ich gerade mitten durch diesen Strahl oder habe ich mir das eingebildet? Was für ein Dive, ey. Wow. Ich werde jetzt hier trotzdem mal kurz rausgehen. Ach ja, dieser Bereich hier, den habe ich auch noch nicht vollständig. Wie komme ich denn da am besten hin? Ach, das trifft mich jetzt. Lassie. Das ist schade. Hier bin ich hier. Also mit anderen Worten, ich habe wirklich mal wieder komplett die Orientierung verloren. Was machen wir denn jetzt gegen den Eumel da? Es wird halt echt immer schwieriger, den wegzuschicken. Weil das jetzt irgendwie nicht mehr automatisch macht. Als ob, ey. Na gut, ich bin selbst schuld. Ich habe mich über ihn lustig gemacht und seine Zielfähigkeiten. Da hinten. Da wollte ich hin. Ah! Heiliges. Er macht aber echt keine Gefangenen mehr. Vor allem, warum schießt der so oft? Das ist ja abartig. Jagd auf blaue Münzen? Yes. Mhm. Oh, das Labyrinth habe ich nicht mehr in Erinnerung. Wo führt denn das hin? Der Lag ist auch nicht zu missachten hier. Und schlupp. Oh, das ist schon wieder so cool gemacht. Mhm. Hier einmal im Kreis. Ich bin hier ja eigentlich sicher. Er kann mir gar nichts. Außer hier jetzt, weil da muss ich raus, muss ich nicht. So, jetzt wird es dann so langsam kompliziert. Die Frage ist halt, wie viele Fehler darf man sich erlauben, bevor die Zeit ausgeht. Und dann ist das auch noch so lang. Oh, das geht. Nein! Oh, please, geh da rein, Junge. Ich hab's gewusst. Das geht nämlich in Mario Maker nicht, einfach so in eine schwebende Röhre reinzugehen. So, jetzt muss ich wieder ganz zurück an den Anfang. Wie unpraktisch ist das denn? Ich glaube, da gehe ich lieber hier lang. Oder? Ist das ein abgeschlossener Bereich? Verwirrung pur. Nicht ins Wasser, Junge. Fürs Planschen ist später noch Zeit. Oh, gerade noch in Sicherheit geschwommen. Der geht echt nicht mehr von alleine weg. Ich glaube, das ist die Bestätigung. Oh! Jetzt geht die echt Action. Die Action geht los. Oh, das ist echt eine frustige Herausforderung, um die zu failen. Musste aber passieren. Immer wenn es um Glasröhren geht, verliert man die Kontrolle. Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich wenigstens mal eine Weile die Musik genießen. Die ist sonst immer so schnell vorbei. Die geht halt echt ab wie ein Schnitzel. So, Abkürzung. Schlupp.
Und Wider Gates. So, jetzt darf ich halt hier mich nicht verwirren lassen, nur wenn man da rausgehen kann. Aha. Phew, geschafft. Und das ist, glaube ich, auch die Ausgangsröhre. Jepski. So, machen Abgang. Jagd auf blaue Münzen. Jagd auf Wut-Bowser. Der Himmel ist nochmal dunkler geworden. Es ertönt eine Nachricht von der Giga-Glocke. Die Wut des Monsters ist zu groß geworden. Das Licht der Katzeninsignien kann sie nicht länger in Schach halten. Was? Moment. Wie? Heißt das, ich muss jetzt so viele Insignien sammeln, bis ich die Giga-Glocke erwecke? Und vorher geht der Typ nicht mehr weg? Als ob. Moment, ich muss mal kurz nachdenken. Wo kann ich noch hin? Bergfeuerfauch, da fehlt noch einer. Aber es wäre irgendwie intelligenter, wenn ich mir ein paar einfachere nehme, oder? Zum Beispiel... Lol, ich war noch nicht bei den Boing-Boing-Inseln. Das wollte ich doch vor drei Parts oder schon mal machen. Klipp-Klapp-Klippen, Samtpfotenküsse, das ist das Anfangsgebiet. Ach, ich wünschte wirklich, es gäbe eine Schnellreisefunktion. Naja, auf jeden Fall auf Plessy drauf, würde ich mal sagen. Und dann auf in Richtung Verderben. Peppa! Ja, das sollte eigentlich ein eleganter Sprung werden, aber... Autsch! Manchmal ist er so fett. Ich vergesse immer, dass er flossen hat. So, jetzt bin ich wieder am Anfang. Was? Wo kam der denn jetzt her? Ist der einfach in mir drin gespawnt? Das ist gut. Wutschatten, während Wut-Bowser hier wütet. Optimal. Oh, den Panzer. Voll ins Genick. Ich gönn mir mal kurz. Er hat mich ausgelacht. Habt ihr gesehen, wie er mich verspottet hat? Das kann ich so nicht stehen lassen. Oh, wo kam das her? Halleluja. Komme ich jetzt hier nicht hoch? Heiliges, der hat eine ganz ungünstige Position gerade. Von da hinten, da trifft er mich ja jedes Mal. In Deckung. Wo ist der Wutfuzzi denn hin? Da ist er. Der kennt sich hier aber aus, du. Wie seine eigene Westentasche. Wutschatten am Strand. Das war Nummer 49. Das heißt, eine weitere brauche ich noch. Das ist aber echt cool gemacht, dass man das jetzt durchziehen muss. Ich bin nur gerade ein bisschen verwundert, ob das dann jetzt das Ende ist, weil fühlt sich schon ein bisschen danach an. Ich will hier einfach nur kurz raus. Das ist alles. Bin ich in dem Panzer sicher? Wenn er nicht kaputt gehen würde, dann vielleicht. Und jetzt gehe ich nochmal zurück. Direkt auf ihn zu. Was ist, wenn ich direkt auf ihn zugehe? Sorry, aber meine Neugier ist gerade zu groß. Er springt einfach davon. Feigling, Feigling! Da! Hätte es jetzt hier nicht noch eine geben müssen? Natürlich. Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Oha! Wo haben sie den wohl versteckt? Ist das der richtige Zeitpunkt, um Schlüssel zu suchen? Ich würde fast mal behaupten, nein. Was ist eigentlich das leuchtende Ding? Das hat mich vorher schon Aufmerksamkeit gekostet. Es ist eine einzelne Münze. Hey du, hast du den Schlüssel? Oder warum bist du so lang und stehst hier im Weg rum? Nein. Aber Schlüssel sind doch eigentlich immer Schlüsselmünzen. Nur in diesem Fall sehe ich davon nicht eine einzige. Hier fällt was runter. Kannst du mal kurz das Schild kaputt machen, Junior? Kann er nicht? Aber die Flammen können es. Oh, no. Ja, wenn ich den jetzt nicht auf Anhieb... da liegt er einfach rum. Es ist ein Katzenschlüssel und ich muss ihn tragen. Das ist der erste richtige Schlüssel. Wie cool. Schon wieder Super Mario World Feeling. Mario? Keine Kunststückchen. Der Strahl. Kriege ich den noch?
abgewehrt. So. Gigaglocke wird erweckt. Und das Gebiet ist vollständig. Es kommt zum entscheidenden Kampf. Oder zumindest zu einem der entscheidenden Kämpfe. Das sanfte Klingen der Glocke. Zum Besänftigen ist der Baum? Nein! Der Baum hat dem Strahl nichts entgegenzusetzen. Auf geht's. Er hat ja gerade nochmal seine Position geändert. Ich hab's gesehen. Sein Schatten ist an mir vorbeigeflogen. Jetzt mache ich ernst. Komm du nur her mit deinem Drittel Energiebalken. Macht er erstmal wieder seinen Vulkanangriff. Ich will seine komische Rolle abwarten, um die zu kontern. Jo, hat nicht funktioniert. Letztes Mal hat's funktioniert. Aber ich habe ihn wahrscheinlich besser getroffen. Ich kann mich ja nicht zur Wehr setzen, solange ich... Ach so, doch, ich kann das trotzdem tragen. Heia! Uff! Bleib mal stehen! Ich will dir das Ding an die Birne donnern. Ach, brauche ich gar nicht. Er bleibt freiwillig liegen. Egal, ich hole mir jetzt trotzdem nochmal die Glocke. Aber das ist interessant, wenn man hier versucht, die Kamera zu orientieren, dann richtet sie sich automatisch auf Bowser aus und nicht hinter einen. Das ist natürlich ungünstig. Juhu! Yes, sir! Wie er da wieder rumhampelt. Ja! Ja, nimm das! Das ist dein Ende. Das ist dein Ende! Nein! Es ist also doch noch nicht vorbei. Greift er mich auch an? Ja, ein bisschen Schiss. Gib mir die Gigaglocken zurück! Oh, ein Remix von der 3D-Mucke. Knapp daneben ist auch vorbei. Diesmal nicht. Stehen bleiben! Er will's echt wissen. Immerhin haben wir ihn von dieser schwarzen Soße befreit und er hat die irgendwie ausgekotzt. Er konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Oh, das ist so ein klassische zweite Phase. Voll simpel, aber Action gepackt. Wie das Zeug auf mich zukommt. Wow, ich habe keine Ahnung, wie man dem ausweichen soll. Ich bin klein. Junior, ich brauche Unterstützung. Ah, da hätte ich sowieso eine bekommen. Wo ist er hin? Hat ausgesehen, als wäre er hinter mich gesprungen. Wow! Der ultimative Fake-Out. Miau.
Ja, man muss sich halt die ganze Zeit bewegen. Dann schießt er mit etwas Glück über einen drüber. Ah, das ist so eine klasse Idee, das hier mit Plessy enden zu lassen. Durch die ganze Welt. Quasi wie der Final Boss in Breath of the Wild, nur halt wirklich in der ganzen Welt. Er holt zum Angriff aus. Jetzt! Ah, Hilfe, die Schanze! Verdammt. Vor lauter Strahl ausweichen. Mhm. Man darf sich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen. Sie bekommt Risse. Das Energiefeld, in dem die Glocken eingesperrt sind. Yes! Dieser Overkill. Was für ein Ende. Junior muss natürlich seine Maske wahren. Und sogar die Sonne wurde noch in eine Katze verwandelt am Ende. Wow! Das war wirklich ein furioses Finale. Dass es so endet, hätte ich nicht gedacht. Mit Witz und Humor und trotzdem actionreich. Ja, guck mal, Bowser Junior versucht sich mal wieder als Künstler. Ich kritisiere die jetzt mal nicht. Weiß nicht, ob ich es besser könnte. Tja, das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Es gibt noch viele, viele Insignien zu sammeln. Weiß zwar nicht, ob es dafür dann auch noch was gibt, aber so eine kleine, aber feine 100% Belohnung wird es wahrscheinlich schon noch geben. Fazit bisher? Sehr spaßig. Also einfach frei durch die Welt laufen zu können, hier hinzugehen, dorthin zu gehen, was einem gerade so auffällt und das dann zu machen. Vielleicht hätte es auch die ein oder andere etwas größere Challenge geben können. Ja, die lassen sich ja wirklich sehr schnell einsammeln, die ganzen Insignien. Aber vielleicht kommt das ja auch noch, weil die schwierigsten Gebiete, habe ich so das Gefühl, habe ich gerade mal angefangen. Die Map müsste theoretisch vollständig sein. Wird sich zeigen, wie viele Insignien es insgesamt gibt. Ich würde vielleicht sagen, ich habe jetzt um die, keine Ahnung, 60-70% so vom Gefühl her. Es sei denn, es gibt noch mehr Gebiete, dann gibt's auf jeden Fall noch mehr. Aber das war auf jeden Fall die Any Percent. Was für ein schöner Song. Ich glaube, den höre ich mir jetzt einfach an. Verabschiede mich schon mal für diesen Part und dann sehen wir uns im nächsten hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao.
Oh, 50 von 100. Ja gut, dann habe ich ja noch einiges zu tun.